Dann frage ich mal die Technik, ob wir schon starten sollen. Technik sagt ja. Das freut mich. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Keynote-Diskussion am heutigen Tag in der Böll-Stiftung zusammen mit dem Bitkom. Herzlich willkommen nochmal. Schön, dass da auch noch mehr Leute reinkommen. Ich möchte Ihnen als erstes unsere beiden Panelisten vorstellen, ganz kurz, damit Sie dann selber nicht zu viel über sich selbst reden müssen, weil ich das versäumt habe. Das ist zum einen Markus Albers zu meiner Linken. Er ist Journalist, Autor, Berater und Unternehmer. Da ist schon mal gar keine klassische Einordnung in einen Beruf möglich. 2010 haben sie die Firma Rethink gegründet, die sich ebenfalls nicht ganz so leicht einordnen lässt. Sie produzieren Medieninhalte für verschiedenste Plattformen, machen strategische Beratung zu Kommunikation und Markenpositionierung. Verstehen sich dabei auch als Geschichtenerzähler, und das fand ich besonders interessant, weil das natürlich auch fürs Nachdenken über die Zukunft immer ganz, ganz wichtig ist, auch sich Science Fiction zum Beispiel anzuschauen, weil man da noch viel, viel besser darüber nachdenken muss, wie man tatsächlich so eine Geschichte auch erzählt. Und das passt dann wieder auch sehr gut zu der weiteren Beschäftigung mit dem Thema. Außerdem haben Sie zwei Bücher geschrieben über Themen des digitalen Wirtschaftens und der digitalen Arbeit oder überhaupt der Flexibilisierung der Arbeit auch. Me-Economy und Heute komme ich später rein. Das ist jetzt schon eine Weile her, deswegen freue ich mich sehr, dass wir dann noch ein bisschen über ein Update dazu auch sprechen können. Ja, und außerdem publizieren sie bei der Brand 1 und bei Monocle und bei verschiedensten anderen Medien, eben auch in dem journalistischen Bereich dann zu den Themen. Das, da freue ich mich schon, über die einzelnen Sachen gleich mehr mit Ihnen zu sprechen. Auf der anderen Seite ist Johannes Kleske. Er ist Strategieberater und Zukunftsforscher, auch Unternehmer und diplomierter Media System Designer, was ich auch ganz spannend fand. Auch 2010, das ist scheinbar ein schönes Jahr für Firmengründungen. Hast du Third Wave gegründet, gemeinsam mit deinem Kollegen. Die Firma ist spezialisiert auf Beobachtung neuer digitaler Technologien und deren Auswirkungen auf menschliches Verhalten. Passt also auch super für diese Tagung. Und kennengelernt haben wir uns bei der Beschäftigung mit dem Thema Zukunft der Arbeit und aber auch Science Fiction, was immer wieder schön ist. Außerdem beschäftigst du dich mit Big Data, Wearables, Quantified Self, aber auch generell so digitaler Wirtschaft im weitesten Sinne. Ja, so viel zum Thema Spezialisierung, genau. Genau, Spezialisierung ist offenbar nicht mehr so das Ding in den Wissensarbeiterfeldern, aktuell zumindest hier auf dem Panel. Ich bin ja auch eher generalistisch angehaucht. Genau. Aber es gibt ja auch noch viele andere Menschen, und deswegen werden wir jetzt nicht nur über uns sprechen, sondern uns genauer anschauen, wie digital die Zukunft der Arbeit wirklich sein soll, welche Technologien eingesetzt werden, welche Gadgets, Wearables und was auch immer da noch alles möglich ist. Aber anfangen möchten wir gerne mit dem Übergang auch zum Panel davor, wo es ja viel um Partizipation ging und auch um die Botschaft an die Politik. Und da ist beim Thema Arbeit natürlich gerade besonders relevant das Grünbuch des Bundesarbeitsministeriums, wo sehr viele neue Ideen und Forderungen an die Politik über einen Dialogprozess auch eingebracht werden. Und da möchte ich einfach mal so als Eröffnungsfrage eure Erwartungen auch an die Politik mit dem Publikum teilen lassen. Und vielleicht möchtest du anfangen. Ja, sehr gerne. Gut, diese neue Arbeitswelt, von der da alle sprechen, die ist ja schon ein bisschen länger im Anflug. Also gesprochen wird da ja schon seit Jahren davon, dass wir alle irgendwie digitale Nomaden werden können und mit dem Laptop und dem Handy von überall aus arbeiten können. Es hat dann so ein bisschen länger gedauert, glaube ich. Also als ich so 2008 das erste Buch dazu geschrieben habe, morgen komme ich später rein, da war das dann schon noch viel Skepsis. Ja? Also viele Unternehmen, wo ich das dann vorgetragen habe, haben auch gesagt, vielleicht in diesen USA oder in so Hightech-Firmen, aber irgendwie nicht bei uns, nicht so im deutschen Mittelstand. Und das hat sich, glaube ich, total geändert. Also das Thema ist inzwischen so im Mainstream angekommen, und wenn man sich nur mal so die Presseveröffentlichungen der letzten 2 Wochen anschaut, dann waren da Firmen wie Henkel,
Bosch oder Siemens, die alle mit großen Artikeln in Zeitungen waren und gesagt haben, wir arbeiten jetzt so, ja, wir arbeiten zeitlich und räumlich flexibler. Uns ist so ein bisschen egal, wann und wo unsere Mitarbeiter arbeiten. Hauptsache das Ergebnis stimmt, Zeitmessung ist nicht mehr so wichtig und so weiter. Das Ganze mit digitalen Tools natürlich. Und da stellen sich dann schon Fragen an die Politik, weil in der Praxis muss man ja in Deutschland noch die Arbeitszeiten aufzeichnen, sind Überstunden so ein Thema und so weiter. Ich glaube, da muss es ein paar Antworten drauf geben. Nur die Praxis in den Unternehmen, die ist eh schon weiter. Und welche Antworten konkret? Naja, also ich glaube, man muss halt irgendwie aufhören, Zeit zu messen, kurz gesagt. Also in den meisten Unternehmen ist die Erkenntnis auch schon angekommen. Ja. Zeit als Maßeinheit für Leistung kommt aus der Industriegesellschaft. Ja. Also wenn ich 8, 9 oder wahrscheinlich dann eher 10, 11, 12 Stunden an der Maschine gestanden habe, früher, dann habe ich meine Arbeit gemacht. Aber der moderne Wissensarbeit, das lässt sich so halt nicht mehr gut messen. Also gehen immer mehr Unternehmen dazu über, die Ergebnisse zu messen und zu sagen, das wollen wir erreichen mit dem Budget, in der und der Zeit, aber wie ihr das macht, das ist uns so ein bisschen egal. Und ich glaube, da müssen dann eben auch die Gewerkschaften so ein bisschen drauf reagieren. Tun sie auch schon. Also das hat sich auch sehr stark geändert. Und da, wo man Gesetze da anpassen muss, muss man das dann halt tun. Aber die Wirklichkeit, die ist eigentlich schon da in den Unternehmen. Das ist dann aber auch der Ausbeutung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tür und Tor geöffnet, oder? Ja, das ist dann ja immer die Befürchtung, oder? Genau. Also ich glaube, der böse Arbeitgeber, der dann noch mehr aus seinen Angestellten herausquetschen kann, der geistert dann immer so durch die Debatte. Ich glaube da ja nicht so dran. Also die Personaler, mit denen ich auch gesprochen habe, die haben eigentlich immer eher das Gegenteil gesagt. Die haben gesagt, wir müssen aufpassen, dass unsere Leute jetzt nicht so viel arbeiten. Ja, und wir müssen darauf achten, wer immer nachts um 11 noch die E-Mail schickt, ja, mit dem müssen wir vielleicht mal reden, ja, ob das denn so die beste Art ist zu arbeiten. Also ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen mit Klischees an der Stelle. Ich glaube, die Gefahr ist viel größer einer Selbstausbeutung. Also das kennen wir ja auch alle, oder? Es ist irrsinnig schwierig, abends dann irgendwie das Handy nicht nochmal rauszuholen und die dienstliche E-Mail nicht zu beantworten. Und am Wochenende könnte man ja auch nochmal arbeiten. Also irgendwie, also meine Tochter, die jetzt 6 ist, ich sage immer, wenn die dann mal irgendwann arbeitet, dann wird die mich fragen, Papa, dieses Feierabend, was war das denn mal, weil das wird sie nicht mehr kennen. Also diese der geregelte 9-to-5-Arbeitstag, der ist weg, der kommt auch nicht wieder. Gleichzeitig muss man, glaube ich, wir sind in einer Zeit, wo wir einfach neue Techniken lernen müssen, auch neue Kulturtechniken, wie wir eigentlich umgehen wollen mit dieser neuen Arbeitswelt. Und da sind wir oft noch ganz schön hilflos. Und es ist dann aber weniger eine Frage von Politik und von Regulierung, sondern mehr von einer gesellschaftlichen Debatte. Also was können wir tun, damit uns diese neue Arbeitswelt, und das hat mich mal neulich jemand gefragt, also macht uns das eigentlich glücklicher? Ja, also werden wir in 5 Jahren glücklicher sein als jetzt? Und um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, wie wir uns jetzt entscheiden. Ja, wir sollen uns ja sogar mit den nächsten 10 Jahren beschäftigen. Das wird ja noch komplizierter. Und ich glaube, es hat vor allen Dingen was mit der Differenzierung auch zu tun zwischen tatsächlich Wissensarbeitern, wo tatsächlich die Flexibilisierung und die Zielorientierung verstärkt ist und wo viel mehr Leute auch mittlerweile freiberuflich arbeiten und eben der anderen Seite, wo viele Leute gerade immer noch im industriellen Kontext natürlich auch tatsächlich eine Stunde mehr Arbeit, eine Stunde mehr Produktivität bedeutet und mehr Produktion bedeutet. Und ich glaube, da komme ich auch direkt auf ein Thema, mit dem du dich extrem viel beschäftigst, wie auch diese Arbeit sich verändert und was auch da für Forderungen zum Beispiel an die Politik gestellt werden müssen. Ja, also ich finde es erstmal grundsätzlich sehr spannend, dass wir in Deutschland so eine Situation haben, wo die Unternehmen, die du gerade genannt hast, die da tatsächlich vorne bei sind, ja tatsächlich eher Industrieunternehmen sind. So, ich finde es immer wieder faszinierend, dass es ausgerechnet die Unternehmen sind, die wir für sehr progressiv halten oder sehr vorne dran, wie Startups, wie Agenturen, in der Regel tatsächlich diejenigen sind, wo es am schlimmsten aussieht, wo es wenig zu tun hat. Flexible Arbeitszeiten heißt nur, wie viele Überstunden ich irgendwie jeweils an dem Abend noch mache oder ob ich die Nacht wieder durchcoden muss, irgendwie, weil am nächsten Morgen der Investor bitte den neuen Prototypen sehen möchte. Also wo tatsächlich diese sehr progressiven Unternehmen häufig wesentlich konservativer in ihrer Arbeitsauffassung sind, als das eigentlich der Fall ist. Insofern finde ich sehr spannend, das zu sehen, dass immer so ein bisschen abseits von der Aufmerksamkeit, von der Medienberichterstattung, sich viele deutsche Unternehmen tatsächlich diese Dinge zu eigen gemacht haben. Und jetzt tatsächlich genau merken, so, es ist so ein Kampf,
Oder wir müssen es erstmal lernen. So, also ich finde es ja erstmal eine interessante Maßnahme, dass ein Konzern wie VW zu bestimmten Zeiten den E-Mail-Server abschaltet und so weiter, wo ich aber frage, so, okay, das ist aber eine, ist ein quasi, ich setze von außen ein Limit. Aber was bringt denn eigentlich, was für eine Unternehmenskultur bringt einen dazu, genau diese Dinge zu machen? Und das ist häufig der Unterschied. Ne? Also wir haben ein Beispiel wie ein Netflix in den USA, was hingegangen ist und gesagt hat, wir schaffen die Urlaubsbegrenzung ab. So dieses, du hast so und so viel Urlaub, du kannst so viele Urlaubstage nehmen, wie du möchtest. Was dazu geführt hat, dass die Leute noch viel weniger Urlaubstage genommen haben, weil sie Angst hatten, dass andere sie überholen oder dass es komisch in ihren Karrierenmöglichkeiten aussieht, wenn sie plötzlich jetzt wesentlich mehr Urlaubstage nehmen, wirken sie dann faul, wirken sie dann nicht leidenschaftlich motiviert für das Unternehmen. All diese Sachen sind die, vor denen wir die Diskussion, vor denen wir jetzt eigentlich stehen. Und für mich ist tatsächlich auch nochmal Bezug nehmend auf das Panel vorne dran. Ich finde diese Frage total spannend mit, hängt die Politik dem hinterher? Ich habe inzwischen tatsächlich, und das hat sich bei mir wirklich verändert, ich habe inzwischen eher das Gefühl, dass ich diesen Diskurs, auch diesen politischen Diskurs um den Fortschritt für sehr, sehr hilfreich in seiner Verlangsamung sehe. Weil wir nämlich nicht dieses, die Politik muss nur dem technologischen Fortschritt hinterherrennen, um irgendwie dafür zu sorgen, dass sie ihn nicht zu sehr aufhält. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde es sogar sehr, sehr hilfreich, dass die politische Diskussion und Gesetzgebung zu einem gewissen Teil den politischen Fortschritt, den technischen Fortschritt aufhält, um die Fragen zu stellen. Wollen wir das? Ist es die Art, wie wir leben sollen? Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Wer könnte dadurch benachteiligt werden? Ich halte diesen Diskussionspunkt für extrem wichtig. Natürlich muss es auch weitergehen und darf es nicht nur ein Verlangsamen sein. Aber ich glaube genau, dass das eine unserer großen Chancen ist, nicht einfach dem blind hinterherzurennen. So eine meiner Lieblingszitate ist von John Muir, dem Gründer des Sierra Clubs, der größten Umweltorganisation in den USA, der gesagt hat, es geht nicht um es geht nicht darum, blind gegen Fortschritt zu sein, sondern es geht darum, gegen den blinden Fortschritt zu sein. Das heißt, sich dem entgegenzustellen, einfach nur blind allem hinterherzulaufen. Ach, schön. Ja, wenn ich kurz einhaken darf, Entschuldigung, aber ich meine, aber natürlich ist ganz viel von dem, was so die Arbeitswirklichkeit der Menschen dann definiert, nicht Gesetzgebung, nicht Regulierung, sondern eher das, was in den Unternehmen halt entschieden wird. Also die Policies, die dann da gelten. Und da passiert halt gerade viel. Und das finde ich dann fast noch spannender, muss ich sagen. Ja, also Volkswagen zum Beispiel, die stellen um 18 Uhr ihre E-Mail-Server ab. Ist zufällig jetzt auch ein Kunde von uns, darum weiß ich das. Nach 18 Uhr gehen halt die Volkswagen-Mitarbeiter auf ihre privaten E-Mail-Accounts und arbeiten weiter, ist ja klar. Bei Daimler war ich neulich, ja. Bei Daimler ist es so, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich habe das dann auch mir sagen lassen müssen, das war so eine Führungskräfteveranstaltung. Bei Daimler ist es so, wenn ich im Urlaub bin, wird meine gesamte E-Mail, die während des Urlaubs kommt, in den Papierkorb des E-Mail-Programms verschoben. Nicht gelöscht, wie manchmal fälschlich berichtet wurde, nur in den Papierkorb verschoben. Das heißt, ich kann dann entscheiden, ob ich sie lösche oder nochmal wieder raushole aktiv. Und dann habe ich auch gefragt, es waren so Führungskräfte, ältere, jüngere, aus ganz verschiedenen Abteilungen. Und ich habe halt gesagt, ist das jetzt, findet ihr es gut? Ja, hilft das? Macht euch das ruhiger? Mich würde das, glaube ich, eher nervös machen. Ja. Und es war dann auch sehr gespalten. Aber so die einen fanden es gut, die anderen nicht. Aber was eben interessant war, alle haben gesagt, gut, dass wir mal drüber reden. Weil diese vielen, vielen E-Mails, das macht einen ja wahnsinnig. Und wir müssen drüber reden, wie wir zusammenarbeiten. Damit knüpfen wir quasi direkt auch wieder an diesen Punkt des Panels vorne dran an, dass wir häufig immer noch das Gefühl haben, wir können gesellschaftliche, gemeinschaftliche Probleme lösen durch technische Lösungen. So, ne? Also wir haben ein Problem mit unserer Work-Life-Balance, also schalten wir jetzt um 18 Uhr den E-Mail-Server ab und vergessen immer, dass aber dadurch der Druck, reagieren zu müssen, nicht einfach weggeht oder an den Dingen, wenn dadurch nicht auch automatisch die Arbeitslast bewusst reduziert wird, löst das Problem ja nicht. Also finden die Leute ihren Weg drumherum. Ich finde nach wie vor irgendwie eins der, ich weiß gar nicht, warum ich anfange, immer ständig Zitate zu nennen, eins dieser besten Dinge von William Gibson ist, dass the street finds its own use for everything. So, ne? Also das, wie wir glauben, wie Technologie zu sein hat und was immer, die Leute benutzen ihre ganz eigenen Wege dafür und finden immer einen Weg drumherum. Das Wichtige und das Spannende ist für mich deswegen tatsächlich, wo kann eine technische Lösung die eigentliche Diskussion auslösen? Also wo können wir dann tatsächlich die Diskussion führen, so warum ist das denn eigentlich so? Warum ist das ein Problem? Warum
fühlen Leute sich bei VW jetzt genötigt, ihren privaten E-Mail-Account zu benutzen? Was steckt dahinter? Extrem. Und das ist ja dann auch genau das Gegenteil von der Flexibilisierung der Arbeit, die ja eigentlich auch wünschenswert ist, weil viele Leute dadurch sich besser beteiligen können am Arbeitsleben. Wenn man zum Beispiel um 14 Uhr schon das Büro verlässt, weil der Kindergarten eben nur halbtags für mich da ist, dann kann ich abends nach 19 Uhr nochmal 3 Stunden Mails machen und tatsächlich meine Arbeit, meine Konzepte fertig schreiben, die ich für den nächsten Tag wieder brauche. Und so gibt es ja ganz viele Beispiele, wie das sinnvoll sein kann. Ich wollte schon mal sagen, dass wir auch gern sofort Gedanken, Anmerkungen und auch Fragen aus dem Publikum von Ihnen gerne mit reinnehmen. Dabei möchte ich vor allen Dingen alle Leute ermutigen, die jetzt hier nicht repräsentiert sind auf dem Podium, die zum Beispiel nicht im Wissensarbeitsbereich unterwegs sind oder keine Unternehmer sind zum Beispiel oder Frauen, die wir jetzt auch weniger sind auf dem Panel als Männer. Und melden Sie sich gerne zwischendurch. Wir haben auch ein Mikrofon, das dann hier durchläuft. Und dann nehme ich immer mal wieder zwischendurch jemanden mit rein in die Diskussion. Und das eine Thema, was ich dich jetzt aber doch nochmal fragen möchte, weil du vorhin sehr weit ausgeholt hast und schon ein sehr starkes Plädoyer für die Zukunft gehalten hast, ist das ganze Thema Sharing Economy, eher prekarisierte Jobs und wie das alles auch in diese ganze Diskussion reinfällt. Okay, ich versuche nicht zu weit auszuholen, aber einfach nur für den Kontext. Also wir haben ja aktuell immer eine große Diskussion über Automatisierung von Jobs und der sogenannten technologisch bedingten Arbeitslosigkeit. Ne? Also wir fragen uns, ob der technologische Fortschritt mehr Jobs zerstört, als er neue hinzufügt. Kann man jetzt irgendwie viel drüber diskutieren. Gibt es verschiedenste Studien, die einen sagen das, die anderen sagen das. Ich zitiere an der Stelle aktuell immer gerne die Pew Research, das größte Forschungs- oder Umfrageunternehmen in den USA, die Ende letzten Jahres 1.900 Experten gefragt haben, ob in 2025 der technische Fortschritt mehr Jobs wird zerstört haben, als neue geschaffen haben. Von diesen 1.900 Experten haben genau 48% gesagt, dass der technologische Fortschritt mehr Jobs zerstören wird und 52% haben gesagt, es wird herausfordernd, aber sie haben den Glauben an die Kreativität der Menschheit, dass am Ende es trotzdem besser funktionieren wird. Also die Experten sind genau 50-50. Deswegen sagen wir, das ist nicht Klimawandel so, da wissen wir genau, dass das das Problem ist und müssen uns nur einig werden, dass wir endlich was dagegen tun. Hier ist es wesentlich offener, wo sich auch alle relativ einig sind, dass es tatsächlich wir in eine Zukunft gehen, die eine wesentlich stärkere Symbiose aus Mensch und Maschine bedeutet. Das heißt, dass man mehr darüber nachdenkt, was sind denn eigentlich die Stärken, die wir als Menschen haben, die auch sehr schwer von den Maschinen zu ersetzen sind. Und da ist ein gutes Beispiel diese Oxford-Studie, die seit 2 Jahren jeder in diesem zu einem Panel zu diesem Thema zitiert. Das war die Studie, die gesagt hat, dass in den USA in den nächsten 20 Jahren 48% aller Jobs von Automatisierung gefährdet sind. Und was sie aber interessant gemacht, also das Problem an dieser Studie ist, dass sie nicht geguckt hat, welche auch neue Jobs geschaffen werden, aber das Interessante an dieser Studie ist, dass sie 3 Kriterien genommen haben, gesagt haben, das sind 3 Kriterien bei Jobs, die besonders schwer zu ersetzen sind, durch Maschinen zu ersetzen, nämlich soziale Intelligenz, kreative Intelligenz und sogenannte Manipulation und Perception Tasks, also das, wo man schnell was erkennen muss oder schnell was greifen muss, wo die Maschinen immer noch sehr schlecht sind. Das sind zum Beispiel so 3 Kriterien, die sie jetzt mal gesagt haben, das ist etwas, wo Menschen besonders gut sind. Das heißt, das wäre was in der zukünftigen Symbiose von Mensch und Maschine, wo sie sagen, hey, das ist eigentlich das, was wir gut können. Andere Dinge, Mustererkennung, große Datenverarbeitung, Maschinen, Software, Algorithmen wesentlich besser. Nun ist das Problem so ein bisschen, dass während wir diese Diskussion führen, Mensch, Maschine, Symbiose, das ist noch eine tolle Zukunft, dass es tatsächlich sich so ein bisschen auf eine Frage zuspitzt, nämlich wer von uns wird in Zukunft eine Maschine steuern
Und wer von uns wird in Zukunft von einer Maschine gesteuert werden? Das ist nämlich eine dieser Konsequenzen aus der Symbiose von Mensch und Maschine. Wer gibt die Befehle? Und während wir so ein bisschen drüber philosophieren, wie könnte das aussehen, wenn wir dann tatsächlich die sind, die irgendwie in Zukunft die Maschinen steuern. Ein paar sprechen immer ganz gerne vom fully automated luxury communism. Wenn irgendwie die Maschinen alle für uns die Arbeit machen und wir noch so wie im alten Athen und das halt auch schon angesprochen wurde, nur noch irgendwie uns in Politik und Kunst und Poesie ergötzen. Während wir davon träumen, passiert etwas ganz anderes, nämlich wir sehen ein neues Modell, insbesondere von Silicon Valley kommt, was ganz klar das umdreht, wo Menschen eher als die billigen Arbeitskräfte, die günstigen Arbeitskräfte gesehen werden, die von Apps, Algorithmen gesteuert werden. Und die Sharing Economy, die so gerne hergenommen wird, ist ein gutes Beispiel. Ich sage an der Stelle mal dazu, so etwas wie eine Sharing Economy gibt es nicht. Entweder ist es Sharing oder es ist eine Economy. Deswegen nenne ich sie gerne, ob man sie nun On-Demand Economy oder Gig Economy nennt, ist ein ganz großes Problem, weil sie genau all diese Sachen aushebelt, sondern sie genau diese Leute in eine Abhängigkeit von Apps setzt, wo sie keinerlei Möglichkeiten haben, sich dagegen, also es gibt keine, zum Beispiel keine Gehaltsverhandlung. Ich sage immer, Nutzungsbedingungen sind die neuen Mitarbeiterverträge. So, sie können entweder die Nutzungsbedingungen einer Uber-App akzeptieren als Fahrer oder sie können sie ablehnen. Aber sie können keine Verhandlungen führen. Sie können nicht sagen, das passt mir aber nicht, ich hätte gern so viel Urlaub. Und all diese Sachen, um es nicht zu sehr ausrufen zu lassen, da stecken ganz viele Dinge drin, wo wir im Moment an einem Punkt sind, wo zwischen denjenigen, die diese Apps steuern, diese Plattformen steuern, Sascha Lobo spricht gerne vom Plattformkapitalismus, das heißt zwischen denen, die diese Plattform gehören und denen, die ihre Arbeit über diese Plattform bekommen, ist ein extremes Ungleichgewicht. Und damit sind wir an einem Punkt, in dem wir schon mal waren, nämlich bei der ersten industriellen Revolution. Auch da war es so, dass technologischer Fortschritt, Kapitaleigner und zum Beispiel die Fabrikbesitzer sehr stark bevorteilt hat. Die haben das genutzt, um zu ihrem eigenen Vorteil, bis eine Arbeiterbewegung entstanden ist, die gesagt hat, dass es nicht fair, wir wollen, dass das mehr ausbalanciert ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir an einem Punkt sind, wo wir in eine nahe Zukunft reingehen, wo wir genau wieder so eine neue Arbeiterbewegung brauchen, die sagt, was da passiert, ist interessant. Wir mögen auch diese Flexibilität eines Ubers, dieser verschiedenen Lieferdienste zum Beispiel. Aber sie bevorteilen sehr stark die Eigner dieser Plattform und benachteiligen uns als Arbeiter sehr stark und wir wollen gerne, dass das mehr Ausgleich bekommt. Es gibt ja auch echt spannende Initiativen in die Richtung, was vielleicht in 10 Jahren dann ähnlich vielleicht wie die Bio-Bewegung im Nahrungsmittelbereich so eine Art von ethischem Arbeiten auch promoted und tatsächlich sich zum Beispiel als Genossenschaftsmodell neue Firmen gründen, die dann tatsächlich auch solche Services anbieten, auf solche Apps aufsetzen können, aber eben nicht mehr mit dem krassen Machtgefälle, wie das noch aktuell der Fall ist. Das heißt, in der Hoffnung, mit dem gemeinsamen Wunsch, in eine bestimmte Richtung zu gehen und eben diese Flexibilisierung auch für sich selbst nutzen zu können, kann man dann hoffentlich in 10 Jahren schon sowas anschauen. Genau, nur der Tipp dazu, es gab vor 2 Wochen eine ganz spannende Konferenz in New York zu diesem sogenannten Plattform-Cooperativism. Plattformkoop.net ist, glaube ich, die Webseite, wo man die ganzen Vorträge sich alle als Video angucken kann. Kann ich sehr empfehlen. Das ist noch ein sehr junges Thema und man denkt so, okay, ich kann mir echt nicht vorstellen, wie ein Uber funktionieren soll, das den Fahrern selbst gehört. Aber ich glaube, wir gehen da das ist ein sehr spannender Diskussionspunkt, von dem wir, glaube ich, in den nächsten Jahren gerade im Thema Gig Economy in dem Kontext noch sehr viel hören werden. Total. Ich habe schon mehrere Meldungen jetzt gesehen. Hier vorne, da hinten und da drüben offenbar auch. Mein Name ist Hans-Jürgen Alt. Ich erfülle keines der Kriterien, die Sie genannt haben, für diejenigen, die sich melden sollen. Ich habe mich trotzdem gemeldet. Es gibt keine Gesellschaft ohne Arbeit. Trotzdem muss nicht jede Gesellschaft eine Arbeitsgesellschaft sein. Und ich frage Sie, weshalb Sie die Kulturen, Traditionen, Moralisierungen, Heroisierungen der Arbeit
unverändert übernehmen in ihrer Auseinandersetzung mit der Frage nach der Zukunft der Arbeit. Wir leben in der reichsten und produktivsten Gesellschaft der Menschheitsgeschichte und diese Gesellschaft schafft es, jeden von uns zu zwingen, einen wesentlichen Teil seines Lebens mit Arbeit zu verbringen, weil wir überhaupt nicht mehr in der Lage sind, schöne Grüße von Hannah Arendt, weil wir gar nicht mehr in der Lage sind, sinnvolle Tätigkeiten, Engagement zu unterscheiden von Arbeit. Und meine Frage an Sie wäre, steckt in diesem wunderbaren Potenzial, in diesen wirklich üppigen Möglichkeitsräumen, die die Digitalisierung uns bietet, Jeremy Rifkin, Stichwort, steckt darin nicht auch die Chance zu diskutieren über Befreiung von der Arbeit, über Möglichkeiten, Sinnvolles, Nützliches aus eigenem Engagement jenseits von Geldbedarf zu leisten, weil diese Gesellschaft nämlich längst reich genug ist, zum Beispiel um garantiertes Grundeinkommen zu finanzieren, das mir die Möglichkeit gibt, einfach selber mehr zu bestimmen, was ich tun will und vor allem, was ich nicht tun will. Sie dürfen jetzt das bedingungslose Grundeinkommen von Ihren Bingo-Karten streichen. Aber ein wichtiger Punkt daran ist ja auch so eine ganz praktische Forderung wie eine Automatisierungssteuer, die ja zum Beispiel auch von Frank Rieger schon mehrfach geäußert wurde. Ja, zugleich sehen wir halt, also normativ oder faktisch, ja, man kann sich sowas normativ wünschen. Ich glaube, dass die Franzosen mit der ja offenbar auch von Jeremy Rifkin inspirierten 35-Stunden-Woche jetzt auch nicht mehr so glücklich sind. De facto arbeiten gerade die gut qualifizierten und besser verdienenden, von denen man dann ja denken könnte, da könnten die mal ein bisschen weniger arbeiten, weil die verdienen ja schon so viel, immer mehr. Ne? Also in allen in entwickelten Industrienationen. Also die Tendenz geht, und man kann das beklagen, und ich würde das als Privatmensch auch genauso beklagen, aber sie geht in die entgegengesetzte Richtung. Ja? Die Arbeit konzentriert sich bei den gut Ausgebildeten, die dann immer mehr arbeiten. Das ist im Moment der Stand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie man das ändern sollte, außer indem man Gesetze schafft, indem man das dann regulieren wollte oder verbieten wollte. Ich weiß nicht, was dir dazu einfällt. Das ist doch eine gute Idee auch, nachzudenken, welche Gesetze braucht man, um eine Umverteilung im Sinne eines Grundeinkommens. Ich meine, es gibt ja wahnsinnig kreative Ansätze von gut ausgebildeten, schlauen Leuten. Also ich habe neulich mal für die Brand 1 einen interviewt, der sagt halt, sein Ziel ist es, nur noch 1 bis 2 Tage pro Woche zu arbeiten. Und er hat ein kleines Kind. Irgendwie, das mit dem möchte er auch Zeit verbringen. Und an diesen 2 Tagen kann er halt genug verdienen, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Und er sagt halt, man braucht doch auch mal Zeit nachzudenken. Und man braucht mal Zeit, vor allem über die Arbeit nachzudenken und all diese Dinge. Nun würde aber wahrscheinlich fast jeder andere, außer diesem besonderen Menschen, nun sagen, wenn ich an 2 Tagen so viel Geld verdienen kann, dann kann ich an 5 Tagen noch mehr Geld verdienen. Dann arbeite ich doch lieber 5 Tage. Und das ist dann ja vielleicht auch der Mensch. Ich finde es, also ich kann da eine sehr persönliche Antwort genau auf diese Frage geben, weil ich mich selbst beobachte. Ich habe vor 3 Jahren irgendwie das erste Mal irgendwie bei der Republika einen Vortrag gehalten zu dieser Frage, nehmen Maschinen uns die Arbeit weg? Und dann dieses Jahr quasi den Folgevortrag, wo es dann so mehr darum geht, was hält uns denn davon aktuell auf, dass wir in eine Richtung gehen, wo wir tatsächlich weniger arbeiten können, die Maschinen mehr irgendwie unserer, in Anführungszeichen, Drecksarbeit irgendwie übernehmen können. Und scherze jetzt immer so ein bisschen, dass ich dann nächstes Jahr irgendwie auf der Republika darüber reden werde, was bedeutet denn eigentlich Arbeit, weil das mein ganz persönlicher Weg ist. Also ich kann einfach sagen, ich komme, und das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass bei mir, ohne dass ich das jemals bewusst hatte, auch gewisse einfach ideologische Dinge drin waren, einfach von dem, wie man aufgewachsen ist, was man gehört hat, was einen beeinflusst hat. Und ich merke, wie ich mit der Beschäftigung mit diesem Thema immer mehr das anfange zu hinterfragen und auch die anderen Sachen zu suchen und herauszufinden, was könnte denn das sein. Ich könnte jetzt wahrscheinlich eine bessere Antwort geben, wenn ich nicht erst zu 2/3 durch Paul Masons Post-Capitalism durch wäre, sondern ich hätte einfach das letzte Kapitel schon mal vorab lesen sollen, dann hätte ich, glaube ich, heute schon mehr sagen können. Aber tatsächlich ist es für mich ein Beweg,
den ich selbst gehe. Das heißt, in einem Jahr werde ich Ihnen eine bessere Antwort geben können, wie, in welche Richtung wir da gehen könnten. Ich finde es wahnsinnig spannend. Und bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist faszinierend. Es gibt, ich habe noch kein Buch über das Thema der technologiebedingten Arbeitslosigkeit gefunden oder Automatisierung oder die Maschinen kommen und so weiter. Kein Buch gefunden, an dem im letzten Kapitel nicht der Begriff bedingungsloses Grundeinkommen aufkommt. Alle, egal ob sie sehr pro-Business sind oder eher linksorientiert sind oder in irgendeinem anderen ideologischen Spektrum sind, alle erwähnen in irgendeiner Form das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich finde es faszinierend, vor 3-4 Jahren war das noch was, wo man so, ah ja, irgendwie so ganz weirde Spinner irgendwie beschäftigen sich damit. Heute haben wir eine finnische Regierung, die das bedingungslose Grundeinkommen in ihr Koalitionsvertrag geschrieben hat und gesagt hat, wir wollen herausfinden, wie das funktioniert. Und aktuell, also wenn ich mich richtig erinnere, ihr Sozialministerium aufgefordert haben, das erste Konzeptpapier, wie könnte das Realität werden bei uns? Wir haben irgendwie verschiedenste Städte in den Niederlanden, die angefangen haben, damit Experimente zu machen. Das heißt, es ist ein langer, langer Prozess, aber es ist für mich gerade sehr ermutigend zu sehen, dass er tatsächlich passiert und dass er Stück für Stück vorangeht und dass da was passiert. Und deswegen, aus der Momentausnahme denkt man so, okay, irgendwie, warum hinterfragen wir das nicht? Ich glaube, dass das tatsächlich mehr und mehr passiert. Und auch da beschäftigen wir uns ja mit den nächsten 10 Jahren. Und wenn jetzt schon so kleine Initiativen, wie auch private Initiativen, was ja immer mehr gibt, in dem Bereich sich entwickeln, in 10 Jahren wird es dann wahrscheinlich schon ein größerer Teil der Gesellschaft sein, der sich zumindest schon mal damit beschäftigt hat, wer weiß. Das Mikro hat jetzt ein Herr in der mittleren Reihe. Genau. Ja, Nikolaus Huss. Ich bin beim Zuma e.V. aktiv. Das ist aber jetzt eine unabhängige Bemerkung. Ich bin da ein bisschen genervt von dieser grün-europäischen Gutmenschen-Diskussion über die wundersame Welt des Internets, wie sich der grün-europäische Träumer oder vielleicht auch Technologiefolgenabschätzer sich ausmalt. Wenn man die Welt anschaut, dann ist es doch so. Die Technologie kommt aus den USA, die Forschung, die technologische und die ingenieursmäßige Forschung kommt auch aus den USA. Und selbst wenn es europäische Forscher sind, dann gehen die in die USA, weil sie genervt sind von dieser Laber-Laber-Diskussion in Europa, wo man die Probleme sieht, bevor sie überhaupt entstehen. Diese Ungleichheit muss man endlich mal akzeptieren und sagen, die Dynamik kommt aus den USA, die Veränderungen kommen aus den USA und aus dem Rest der Welt. Und wir hier führen eine Kuschel-Nett-Nett-Diskussion und jetzt machen wir doch nochmal Grundeinkommen und dann stärken wir die politische Klasse, sage ich auch immer, und träumen weiter. So geht die Welt nicht. Weil da gibt es nämlich keinen, der Schiedsrichter spielt, sondern da geht es um die Frage, wer ist wie stark und wer setzt sich wie durch und wie kann man in so einer Situation aus der europäischen Ausgangslage heraus starten und erfolgreich sein und nicht dauernd am Feuilleton rumlungern und blöde Sätze sagen, die schön klingen, aber nichts verändern. Dankeschön. Wir können auch ganz praktisch rausgehen und weitermachen mit Arbeit, aber auch das hier ist, denke ich, trotzdem eine wichtige Auseinandersetzung darüber, eben genau auch in so einem Dialog zu schauen, in welche Bereiche muss man auch mit der europäischen Diskussion weitergucken. Ich finde es total super. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem Logo hinter mir und irgendwie Ihren Anschuldigungen. Es erinnert mich so ein bisschen daran, dass ich irgendwie letzten Freitag dachte, ich muss meine eigene Filterbubble mal irgendwie ein bisschen aufsprengen und mir den Livestream vom CSU-Parteitag angeguckt habe und dann doch festgestellt habe, wie groß meine masochistische Ader ist. Aber verstehe ich. Ich glaube, dass da, also klar, es ist eine... Wir sind hier irgendwie ist ein Diskussionsforum, bei dem es darum geht zu diskutieren, dass wir jetzt hier nicht heute auf der Bühne in irgendeiner Form die finale Lösung, wie wir das jetzt irgendwie fixen, hinbekommen. Das sei uns nachzusehen. Dann müssten wir nochmal über das Honorar sprechen. Ich habe das natürlich. Also ich habe auf jeden Fall die Lösung, keine Frage. Ich bin sehr vorsichtig. Die kalifornische Ideologie wurde heute schon mal angewandt. Ich bin sehr, sehr vorsichtig damit zu glauben, nur weil dort
gewisse Dinge passieren, die für uns wie Erfolg aussehen, dass das automatisch dazu führt, dass da irgendwie der Fortschritt komplett uneinholbar und irgendwie alles in diese Richtung geht. Ich bin wesentlich mehr nicht daran interessiert, wie wir den aufholen können, sondern wie Alternativen aussehen können. Weil ich glaube, dass ganz viel von dem, was dort passiert, in vielen Bereichen eine große, große Blase ist, die, ich beobachte viel, was gerade im Venture Capital Bereich, in den Startups und so weiter passiert. Vieles davon alles andere als nachhaltig ist, auch alles andere als innovativ ist, muss man ja auch einfach mal so sagen. So, also irgendwie das, was irgendwie ein iPhone ausmacht, ist militärische Forschung, die mit öffentlichen Mitteln in den USA finanziert wurde, nicht irgendwie große Innovation von einem Apple. Irgendwie Apple ist gut da drin, daraus irgendwie ein Produkt zu stricken, was um vor allem gutes Marketing zu machen, dass wir das gerne kaufen wollen. Ich bin der Erste, der da ganz schuldig vorbei ist. Aber das sind so die Mechanismen. So, und ich glaube, dass es spannend ist, über Alternativen nachzudenken. Und ich verstehe, dass das irgendwie einen manchmal frustriert und dann das Gefühl habe, das müsste alles schneller gehen. Aber auch da, ich glaube, ich habe meine Haltung da vorhin schon mit klar gemacht. Ich glaube, dass dieses Moment, lass uns mal gucken, wo es darum eigentlich geht, weil ich ganz sicher keine Gesellschaft haben möchte, wie in San Francisco, wo niemand Normales mehr sich irgendwie noch eine Wohnung leisten kann und alle rausgedrängt werden, irgendwie die Straßen voll mit Obdachlosen sind. Einfach weil eine Stadt, die der absolute Peak des technologischen Fortschritts ist, es nicht schafft, mit den einfachsten Herausforderungen der Gesellschaft klarzukommen. Und das ist mein Problem. Und deswegen möchte ich gerne, dass wir nicht dem einfach hinterherrennen und sagen, wie können wir das aufholen, weil ich möchte nicht gerne, dass wir hier an den gleichen Punkt kommen, dass wir uns um diese Sachen nicht mehr kümmern. Und deswegen ist mir die Diskussion tatsächlich wichtig und deswegen habe ich auch genug Geduld, wenn sie ein bisschen länger dauert. Ja, vielleicht hat er... Ja. Also ich finde, er hat aber auch ein bisschen recht, ja, weil man muss ja sagen, das Gemecker bringt einen ja auch nicht immer weiter und über kann man jetzt doof finden, das ist jetzt halt so en vogue, alle finden über doof. Also erstens ist das ein ganz, 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 ganz kleiner Anteil der arbeitenden Bevölkerung, die in dieser sogenannten Gig-Economy oder wie auch immer man die nennt, überhaupt arbeiten. Das ist, weiß Gott, kein Massenphänomen. Zweitens würde ich gerne mal den selbstorganisierten Überkonkurrenten sehen, wo ich dann kein Taxi kriege, weil es wahrscheinlich ein Hundertstel der Autos nur gibt. Die sind halt einfach, die werden dann halt bald Marktführer sein. Das ist dann halt so. Ja? Man kommt da dann auch nicht gegen an. Das ist so, wie Google Marktführer ist, wie Facebook Marktführer ist. Und wenn dann die EU mal irgendwann gesagt hat, wir sollten auch mal eine Suchmaschine machen, wissen wir, wo das hingeführt hat. Sehe ich also auch nicht so. Plus, Uber wartet natürlich nur darauf, dass hoffentlich in 5, 6 Jahren die Autos selber fahren. Ja? Das ist ja nicht das Geschäftsmodell von Uber, diese armen Fahrer auszubeuten. Das ist halt so ein bisschen Marktwirtschaft, die man machen muss, so lange wie die Autos eben nicht selber fahren. Dann braucht man halt den Fahrer, braucht man aber in 5, 6 Jahren nicht mehr. Und dann erst wird Uber das sein, was sie immer schon sein wollten, nämlich selbstfahrende Autos über eine App gesteuert. Die Frage ist also doch viel eher, wie schaffen wir es in dieser Zukunft, die ja korrekt beschrieben wurde, also die Maschinen können plötzlich Dinge, von denen wir bis vor kurzem noch dachten, dass wir Menschen die eigentlich besser können. Also Mustererkennung, also unstrukturierte Daten analysieren. Das können die Maschinen plötzlich nicht nur genauso gut, sondern sogar besser. Also wie schaffen wir es in so einer Zukunft überhaupt noch genug Arbeitsplätze zu schaffen, also genug zu tun zu finden für uns Menschen. Und ich glaube, das Problem wird dann nicht sein, dass wir alle gerne ein bisschen weniger arbeiten möchten, sondern ich glaube, das Problem wird dann eher sein, dass wir gerne ein bisschen Arbeit hätten, weil die Maschinen können nämlich ganz schön viel. Ich war neulich bei einer geschlossenen Veranstaltungen zum Thema digitale Transformation. Man kann ja in Berlin nicht mehr aus der Haustür gehen, ohne eine Veranstaltung zur digitalen Transformation zu sehen, aber von einer Unternehmensberatung. Und was ich spannend fand, war, die hatten Angst. Ja? Das waren diese hochbezahlten Finanzanalysten und die wussten alle, die Algorithmen können das, was wir machen, eigentlich jetzt schon besser. Und die haben dann Technologen eingeladen, um zu sagen, könnt ihr uns irgendwie helfen? Können wir in der Cloud was machen? Weiß ich nicht. Aber man sah denen an, dass die wirklich, die wussten, die sind in 2, 3 Jahren überflüssig. Und ich glaube, da müssen wir halt eher gucken, also Ausbildung, vielleicht, Sie haben, glaube ich, dazu einen Punkt, aber vielleicht als Letztes noch, was ich ganz spannend fand, in Finnland wurde heute schon mal angesprochen, ist scheinbar eine Bildungsreform
geplant, die ich ganz spannend fand. Und wenn ich das richtig verstanden habe, will man die klassischen Curricula komplett abschaffen und sagen, stattdessen muss man eigentlich nur noch das schulen, was die Menschen besser können als die Maschinen. Und das sind die 4C offensichtlich, ja, also Creativity, Communication, Collaboration und Critical Thinking. Auch das ist vielleicht nur eine Hoffnung, dass wir Menschen das besser können als die Maschinen. Warten wir mal ab, ob die es in 10 Jahren nicht auch können. Aber ich glaube, da müssen wir eher so hingucken. Also wie bilden wir die jungen Leute aus, von denen noch eine andere Zahl, also scheinbar ja über 60% derjenigen, die jetzt in die Grundschule gehen werden, wenn sie erwachsen sind, einen Job haben, den es jetzt noch gar nicht gibt. Also wie bilden wir die so aus, dass die dann überhaupt noch Arbeit haben? Ja, haben wir das Mikrofon noch? Das, da drüben ist noch eine Frage. Und genau zu dem Thema wurde ja auch vorhin schon genannt, Emotionen können Maschinen gerade noch besser als wir, aber auch das, sagt ja die neueste Forschung, wird sich in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall ändern. Ne? Ja, spricht so alles dafür, dass die Maschinen zunehmend unsere Gefühle werden lesen können, dass sie prognostizieren können, was wir tun. Das schafft dann ganz viele schöne und ich finde durchaus attraktive neue Geschäftsmodelle. Also der persönliche virtuelle Assistent, der vorher schon weiß, was ich möchte. Wenn man jetzt nur mal sowas wie Google Now oder so ausprobiert, dann merkt man, in welche Richtung das geht. Das geht ja jetzt schon, ne? Also wenn ich jetzt Google Now aufmachen würde, dann würde mir Google Now sagen, du hast 10 Minuten zum Büro, 15 Minuten nach Hause, bei der jetzigen Verkehrssituation willst du vielleicht erst lieber dahin fahren. Übrigens hast du den Artikel über das und das schon gelesen, weil du warst ja da und da. Das weiß Google alles jetzt schon und ehrlich gesagt, es nützt mir doch. Ich finde das erstmal ganz toll. Wo das aber hinführt, wenn die Maschinen zunehmend auch wissen, wie wir uns fühlen, würde ich eher mal so mich fragen, braucht man dann irgendwann einen Datenschutz für Gefühle, worüber wir noch gar nicht so reden. Super. No. Gute Gedanken. Ich wollte nur sagen, die Politik, die hat doch einen Job und die nimmt doch immer nur den Job an, wo sie sagt, da kann sie den Gesellschaftsteilen, die ohnmächtig sind, beikommen durch Einflussnahme. Punkt. Und was Sie darstellen, ist ja nur eins. Wir kriegen mittlerweile mit, dass Kommunikationsumgebungen an Arbeitsplätzen erwachsen, die immer mehr sich verdichten, höhere Verantwortung abfordern und letztlich auch nicht unbedingt zur Gesundheit des Arbeitenden dort vor Ort dienlich sind. Und da komme ich eben hin, dass ich sage, unsere Arbeitergesellschaft, gibt es zwei ganz große Kategorien. Die einen sind naiv und überschauen das Risiko nicht, dass da an Gesundheitsschädigung vielleicht für sie entsteht. Und die anderen sind so karrieresüchtig, dann interessiert gar nicht, wie krank sie werden dabei. Deswegen wäre doch das da schon mal ein Ansatz, dass ich sage, Kommunikationsumgebungen mit einer bestimmten Beschaffenheit müssen immer mehr objektiviert, transparent gemacht werden zum Schutze der Arbeiterschaft. Ganz simpel und nüchtern. Und dann kommen wir eigentlich auch in diese Kategorie rein, wo Sie eigentlich, glaube ich, als letzter Redner hin wollten. Der Arbeiter hat zumindest eins, seine Gesundheitsverwaltung voranzubringen, wozu ich, wenn ich mal wirklich in die Reihen gucke, feststelle, die wenigsten dazu fähig sind. Und das Zweite ist natürlich, wenn Kommunikationsumgebung sich verdichtet, gibt es ein anderes Problem. Wer hält noch den Verantwortungsüberblick, den Überblick über die Verantwortung dessen, der Prozesse, die da stattfinden? Und das ist natürlich auch noch etwas. Also wir sind da schon, glaube ich, nah an den wirklichen Themen. Ich glaube, wir können sie ansehen. Wir wissen auch, was zu tun ist. Die Frage ist, wer will es tun? Ja? Wo mir dann der Algorithmus auch sagt, du siehst aber heute gar nicht gut aus, geh lieber wieder nach Hause, wenn ich keinen Chef mehr habe, der mich tatsächlich in den Urlaub schickt. Ne? Ich würde meinen Beitrag versuchen zu leisten. Also bei der Frage, ne, irgendwie, wer macht's? Wer macht mit, würde ich mal sagen. Kann man jetzt auch nochmal, also ein weiteres Feld, irgendwie wie gesagt, Spezialisierung ist nicht meine Expertise, das ganze Thema Quantified Self, Selbstvermessung. Ne? Also man könnte jetzt drüber diskutieren, laufen wir in 10 Jahren alle grundsätzlich mit so vielen Sensoren am Körper rum, dass erstmal wir selbst eigentlich wissen, wie geht es uns eigentlich? Das könnte man jetzt auch wissen, aber so sagen, aber wie gesagt, als jemand, der hin und wieder mal mit Bluthochdruck zu tun hat, weiß ich auch, wie es ist, tatsächlich in einem Zustand zu sein, wo man nicht einfach durch Körpergefühl weiß, wie es einem geht, sondern wo man tatsächlich eine Maschine braucht, die einem per Zahl sagt, was denn da eigentlich im eigenen Körper los ist. Und das, auch das ist eine sehr interessante Entwicklung. Und wir haben da zum Beispiel das Problem, dass ganz viel dieses Feldes
aktuell, was diese Selbstvermessung, Gesundheit, Fitness-Apps angeht, reinen Lifestyle-Anbietern überlassen wird. So, also ne, wir haben die ganzen Fitbits und Nike Plus und Withings-Armbänder und Uhren und so weiter, die alle irgendwie etwas messen, die aber in keiner Form eine medizinische Verantwortung wahrnehmen. Also die so tun, als könnten sie einem etwas über seine eigene Gesundheit sagen, aber die eigentlich nur zum Beispiel Schritte zählen. Und die Frage, wie viele Schritte am Tag zum Beispiel tatsächlich gesund sind oder was das tatsächlich darüber aussagt, wie aktiv und gesund ich mich verhalte, sind groß umstritten. Und das ist so ein bisschen mein Problem, auch immer wenn wir sagen, so, wir müssen den Leuten quasi ein Feedback geben darüber, wie gesund oder ungesund etwas ist, müssen wir erstmal entscheiden, wer entscheidet denn, was tatsächlich gesund und ungesund ist. Und das ist häufig gar nicht so einfach und wird so ein bisschen vorweggenommen. Und deswegen finde ich es wiederum, ich finde immer dieses super Beispiel irgendwie, ne? Also die ersten Krankenkassen fangen jetzt an so, oh, das ist aber sehr spannend mit diesen Armbändern, dass sie das tracken. Das finden wir aber ganz nett. Da überlegen wir uns doch mal einen Tarif, bei dem die Leute, die irgendwie diese Fitnessdaten an uns hochladen, dadurch irgendwie uns zeigen, dass sie sich ja irgendwie ganz gesund den Tag über verhalten, die bekommen jetzt ein bisschen Bonus von uns. Meine These dazu ist immer, wenn sich das tatsächlich so ein bisschen durchsetzt, dann werden die Krankenkassen sehr positiv überrascht sein, wie extrem gut dieser Tarif ankommt, weil die Menschen nämlich ganz schnell verstehen, dass es nichts einfacher ist, als Fitnessarmbänder zu bescheißen. Es gibt ein wunderbares Projekt, unfitbit.com, so ein Künstlerkollektiv, die einfach mal so ganz einfache Vorrichtungen gebaut haben, mit denen man zum Beispiel so ein Fitnessarmband in einen Akkuschrauber einspannen kann und dann so innerhalb von 3 Minuten die 10.000 Schritte zusammen macht, die die Krankenkasse gerne von einem sehen möchte. Das Lustige ist, die Krankenkasse kann daran überhaupt nichts machen, weil sie bestimmt nicht das Armband, sie hat die Technologie nicht, sondern sie muss nur darauf hoffen, dass die Leute... Solche Sachen, auch da glaube ich, wir sind ganz am Anfang von dieser Diskussion. Wir haben immer so ein Dualismusproblem. So auf der einen Seite sehen wir all diese Entwicklungen und denken, das geht alles ganz furchtbar schnell. Und denken bei jedem Hype, das ist es jetzt. Also ne, so bei jedem Ding, was Google macht, denken wir so, oh, das ist die Zukunft. Und dann macht Google 3 Monate später wieder was anderes. Und denken so, ah, oh, ne, so wie bei Facebook. Und auf der anderen Seite verstehen wir oder unterschätzen wir häufig, wie eigentlich die ganz fundamentalen Strömungen sind, die tatsächlich unsere Gesellschaft Stück für Stück verändern. So, es gab heute einen sehr faszinierenden Artikel bei Design, so ein Architektur Online-Magazin, die einen ehemaligen Mitarbeiter von UNHCR interviewt haben zum Thema Flüchtlingscamps und was dort passiert. Und er hat halt ganz stark davon gesprochen, wir haben immer diese Vorstellung, diese Leute, die ums Überleben kämpfen und dann da drin sind. So, ja, aber genau das, was heute Morgen auch schon mal anklagt, dann dieser Bedarf der Leute nach Connectivity, also nach Daten, nach Mobiltarifen, nach den Möglichkeiten, sich selbst auszudrücken. Ja, also er hat gesagt, der durchschnittliche Flüchtling in einem Flüchtlingscamp lebt dort 17 Monate. So, ja, oder sogar noch deutlich länger, ich bin gerade nicht sicher, ob ich das richtig habe, aber er lebt wesentlich, wesentlich länger dort, als man sich das im Allgemeinen vorstellt. Das heißt, seine These ist, das viel mehr als Stadt zu verstehen und dann geht es um Infrastruktur und dann ist es extrem spannend zu beobachten, was Leute, von denen wir dann immer so ein bisschen herablassend denken, so eine, also diese Diskussion in Deutschland, oh, die Flüchtlinge haben ein Smartphone, wo wir sehr herablassend denken, wo wir aber feststellen, so, worum geht es den Leuten tatsächlich? Woher wissen Flüchtlinge, dass Deutschland gerade das richtige Land ist, um zu kommen? Nicht aus den Medien, sondern von WhatsApp. So, weil das mit Abstand wichtigste Mittel in ihrem Alltag ist, um auf dem Laufen zu bleiben. Wo muss ich lang? Was ist wichtig? Macht es noch Sinn, nach Deutschland zu kommen oder nicht? Das heißt, Technologie hat an vielen Bereichen unser Leben verändert, wo wir so, ah ja, keine Ahnung, also wir diskutieren lieber über das autonome Fahren. Das sind, glaube ich, so, wo wir aufpassen müssen, nicht jedem Hype hinterherzurennen, aber gleichzeitig die grundlegenden Veränderungen zu sehen, die tatsächlich vieles auf den Kopf stellen. Dankeschön. Kriegen wir noch 1 Minute für ein letztes Wort von Herrn Albers. Anschließend daran, was Johannes gerade erzählt hat, ist dieser Punkt, diese langen Veränderungen anzuschauen. Passt natürlich auch sehr gut zu Ihrer Geschichte. 2008 haben Sie das erste Buch zu dem Themenbereich rausgebracht. Jetzt ist 2015 und für 2025
Es war noch mal ein bisschen längerer Zeitraum, aber zumindest so, was die Veränderungen in den nächsten 3 Jahren angeht, haben Sie wahrscheinlich jetzt schon so einen ungefähren Einblick, oder? In der Arbeitswelt, ja, vielleicht. Also ich halte ja auch tatsächlich immer nicht so viel von Futurismus, ja, denn der liegt in der Regel falsch. Aber also ganz spannend ist natürlich, was diese Anhänger der sogenannten Singularitätstheorie sagen, die ja das exponentielle Wachstum, das wir bei Computerchips sehen, auf viele andere auch gesellschaftliche und technologische Bereiche übertragen. Und da geht dann ja, wenn man das so als Kurve malt, die Kurve halt erst sehr flach und dann sehr schnell, sehr steil nach oben. Also wie in diesem Gleichnis von dem Schachbrett mit den Reiskörnern. Das kennen Sie alle, oder? Wenn man sagt, das erste Schachbrett ein Reiskorn, dann zwei und dann immer doppelt so viele. Und am Ende sind das halt so viele, wie man sich das kaum vorstellen kann. Und die These wäre, dass wir möglicherweise gerade in der Mitte des Schachbretts sind. Und in der Mitte des Schachbretts passiert etwas, was mit unseren Köpfen etwas tut, wo wir die Entwicklung nicht mehr verstehen können. Also bis dahin ist das Wachstum oder die Entwicklungsgeschwindigkeit von Technologie eine, die wir noch so nachvollziehen können. Aber wenn die Kurve anfängt, so ganz steil nach oben zu gehen, was bei exponentiellen Entwicklungen so wäre, dann könnte es sein, dass wir kurz davor sind, eine Veränderung unserer Lebenswelt durch Technologie zu sehen, die wir uns jetzt eben überhaupt nicht vorstellen können. Und dann ist jede Prognose eh hinfällig, aber dann müssen wir uns wirklich überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Und vielleicht also ein Hinweis zum Schluss, wo ich glaube, wo wir auf jeden Fall mal gucken müssen, ist Maschinenethik, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, ja, aber wie wollen wir sicherstellen, dass die Maschinen, wenn sie in Zukunft zunehmend Entscheidungen für uns treffen, und das werden sie tun, nicht nur bei den selbstfahrenden Autos, auch bei Robotern in Fabriken und so weiter, die in ethischen und moralischen Bereich hineingehen, wie wollen wir sicherstellen, dass die Maschinen wissen, was unsere Werte eigentlich sind, denn nur dann können sie in unserem Sinne entscheiden. Und ich glaube, die Diskussion, die wird noch viel zu wenig geführt. Ja, schönes Schlusswort, Dankeschön. Damit übergebe ich wieder an Michael, der die nächsten 2 Panels vorstellt und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier bei uns zugehört und sich beteiligt haben. Dankeschön. Herzlichen Dank, Sandra. Herzlichen Dank, Johannes Kleske. Herzlichen Dank, Markus Albers. Hier im Raum findet jetzt sofort statt das Panel Digitale Öffentlichkeit, moderiert von Katharina Mayer. Wieder nebenan, dort wo das alte Europa vorhin stattfand, werden die Smart Data 2025 stattfinden. Bitte entscheiden Sie jetzt.